Hallo, ich sehe jetzt auch gerade. Mann, vorher hat es so schön ausgesehen. So schön. Und jetzt schaut euch mich an. Das könnte ein cooler Effekt sein für heute. Schauen wir mal, vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter nach hinten gehe. Nee. Das sieht blöd aus. So, jetzt muss ich das Licht eindrehen. Top motiviert. Weil heute ist wieder so ein heißer Tag. Draußen habe ich gerade nachgeguckt. Sollten 28 Grad gerade sein. Draußen. Hier drinnen ist es sowieso um einige Grad dann immer höher. Dann schaue ich mal, wie das ausschaut. Oder? Das hätte irgendwie auch einen Style, ne? Es ist störend, kann man sagen, ne, wenn da so ein heller Kontrast ist und hier so ein dunkler Kontrast. Aber es hat irgendwie was, ne? Also ich lasse es einfach. Im schlimmsten Fall muss ich ja wieder das Licht eindrehen und dann wird es wieder so heiß und dann muss ich wieder Teletubbies-Sonne spielen. Also, ja. Also, wie schon gesagt, das ist aus einem künstlerischen Aspekt ansprechend. Warum tue ich so blöd? Dann fange ich einfach an. Passt. Passt. Basta. Pizza basta. Gut. Achso, klatschen muss ich. Willkommen zurück, meine Leute, hier im Pokémon XD Ruffelcopter 001. Nein, das ist das eine Projekt. Aber wir sind hier in Fennec, Finac, wie auch immer. Und sind hier letzten stehen geblieben. Es ist eine neue Session. Heute in einem interessanten Hell-Dunkel-Kontrast hier. Und ja, ich habe offscreen ein bisschen trainiert. Ich sehe auch gerade, dass hier mein Monitor irgendwie den Fernseher ein bisschen verdeckt. Also hoffentlich stört mich das nicht während dem Zocken. Und das ist das Team hier. Ich habe offscreen erstens mal trainiert, man sieht's. Vielleicht ein bisschen zu viel jetzt für den ersten Moment, aber ich habe mir was gedacht. Und ich habe mir Drassler gefangen. Das hatte die Queen. Generell hat der Pokémon oder Krypto-Pokémon, die man nicht gefangen hat, ist mir aufgefallen. Und da habe ich mir eben das Drassler geholt und hochgelevelt. Und ich habe es Luna genannt, einfach um zu verwirren. Luna nenne ich ja eigentlich meine weiblichen Pokémon. Und das ist ein männliches Gardevoir und ich habe es jetzt einfach Luna mal genannt. Einfach so just for the lols. Dann haben wir hier unter Nachtara natürlich. Die Attacken sollte ich eigentlich auch mal zeigen. Dann Mond. Ja, Mond. Und alle anderen haben sich eigentlich entwickelt, ne, wie es auch schaut. Und jetzt sind sie so richtig gut hier, kann man sagen. Ja. Weil ich jetzt 7 Pokémon habe, werde ich immer, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn ich eine Pause mache, jedes Mal ein Pokémon auswechseln und so. Wer sitzt denn jetzt aus? Ach ja, unser Mopsy. Naja, aber wir sind hier stehen geblieben und ich glaube, wir sollten hier gegen alle anderen antreten oder so. Gegen die Primus-Imitate oder so, wie sie ausschaut. Weil ich glaube, wir brauchen irgendwie einen Schlüssellift oder sowas. Kann das sein? Na, ein bisschen bei der Textbox stört es eigentlich schon, dass... Ja, eigentlich kann ich es euch hier mal zeigen, ne? Hauen euch mal an! Das ist unglaublich. Ich hoffe mal mit der Fee. Eigentlich kann ich ein bisschen zurück, dann sieht man wieder diesen schönen Hell-Dunkel-Kontrast. So, und ja, ein bisschen störend ist schon. Also, während hier die Animationen laufen, werde ich mal kurz umstellen. So, jetzt ist es doch gleich viel besser.
weil meistens beginnt ja der Text von links nach rechts, ne? Wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum. Wir sind nicht in Japan, wo von rechts nach links gelesen wird und von oben nach unten. Wie ist das eigentlich im Japanischen so? Mal ist es wirklich von rechts nach links, glaube ich, oder? Oder von links nach rechts. Und oft ist es ja so von oben nach unten. Das ist ein bisschen irritierend. Je nachdem, wie viel Blatt man hat, irgendwie so. Aber ja, ist ja auch egal. So passt das mit der Facecam-Aufnahme. Wie schon gesagt, das ist absichtlich jetzt einfach so, dass es jetzt so einen Hell-Dunkel-Kontrast gibt hier. Das macht alles irgendwie epischer, kann man sagen, ne? Aber ich merke schon draußen, weil ich habe vorher nachgeguckt, das ist auch der Grund, warum ich hier das Licht aus habe, weil es ist wieder heiß, draußen sollte es 28 Grad sein und ja, herinnen ist es wahrscheinlich dann um noch einiges her, so über 30 Grad und ja, wenn ich das Licht andrehe, dann könnte es wahrscheinlich so sein, was hat denn der da fallen lassen, okay, könnte es wieder passieren, dass es mir zu heiß wird und ich wieder Teletubbiesonne spielen muss. Ja, es gibt Angenehmeres. Lassen die alle sowas fallen? Ja, ich habe das verpasst. Okay. Brauchen wir das überhaupt? Ich weiß gerade nicht. Naja. Aber ich hoffe mal, es stört nicht zu sehr. Falls es euch stört, dieser Hell-Dunkel-Kontrast hier gerade, dann denkt einfach, okay, das könnte auch künstlerisch sein. Seht mich an wie eine Kunst. Ich bin sowieso so schön. Also seht es so an mal. Na, das kann ja passieren. So, eigentlich wollte ich ja auch... Na, das ist wieder Multitasking-Fähigkeit. Vom Feinsten, kann man sagen. Ich wollte den Chat eigentlich da wieder einfügen, falls jemand kommt, dass ich das gleich sehe. So, ich kann euch sagen... Ich habe jetzt auch einen anderen GameCube-Controller. Ich habe sowieso, glaube ich, 4 oder 5 daheim. Weil der andere hat so gesehen seinen Geist aufgegeben. Warum auch immer. Na, Geist nicht, aber er hat so herumgespackt. Einfach so geistig verwirrt war der Controller einfach. Man hat selber gesehen. Ganz am Anfang vom Projekt, ne? Also, ja. Oh Gott. Jetzt habe ich ja kurz mal hingeguckt zur Anzeige und da hat es so ausgesehen, dass jetzt das Mogon Beine bekommen hat, weil der violette Heini dahinter gestanden ist. Das hat gerade für den ersten Moment sowas von bekloppt ausgeschaut. Naja. Aber das hatte perfekt gepasst. Oh Gott, jetzt kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Das Mogon mit diesen Beinen. Oh Gott. Dann hat es keine Schwebe mehr. Oh Gott. Aber ich muss auch sagen, ne, letzte Session mit Jenny und ihren Bildern, was Dingsbums betrifft, ihr erstes Bild von Faye und Taspiror, ich war ja natürlich wieder so einer, der einfach so verschmutzte Gedanken gehabt hat mit Haspirohr oder Schlappohr. Haspirohr, Schlappohr? Was ist die Weiterentwicklung? Ist ja auch egal. Ne, mit dem Playboy-Anzug und sowas. Ne, bis ich das Bild gesehen habe von ihr, hatte ich wirklich so ein Playboy-Kostüm im Schlappohr. Manier im Kopf gehabt. Also Faye in so einem Kostüm. Freizügig und alles viel Haut und blabliblub. Und ja, ich muss aber dann sagen, durch ihr Bild habe ich dann dieses Bild von freizügigen Faye. Eigentlich ist dieses Bild dann relativ schnell verschwunden und ich hatte dann nur noch dieses Bild von ihr, von Jenny im Kopf. Was natürlich dann ganz anders war. Ziemlich niedlich und auch besser. Und ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass einfach das Bild dann einfach so verschwindet von Faye. Also von ursprünglichen Faye mit seinem Playboy-Anzug und so. Aber es passieren Dinge, die passieren einfach, ne? Und du lässt auch sowas fallen. Ja, die Queen ist mir mal egal. So, 08. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, aber warum nicht, ne?
So, wie viele Heines gibt's hier noch? Hey, von irgendwo, hör gar nicht dich. Ach Quatsch, ich bin ja Primus, ich kann dich ja gar nicht kennen. Ja, hallo mein Freund, ich bin ein Streiter der Gerechtigkeit und sowas. Wie, ein Labor in der Wüste, sagst du? Nee, nie gehört oder so. Hast du dir gedacht, du mieser kleiner Schnüffler, du? Oh, meine Nase juckt jetzt. Ja, weil ich herumschnüffel, juckt jetzt meine Nase. Ich bin wahrscheinlich allergisch gegen diesen Heini. Oder nicht gegen diesen Heini, sondern gegen Dummheit. Es kann beides zustimmen. Ja, eigentlich auch beides gleichzeitig, ne? Also, so kann es ja auch sein hier. Warum rede ich so? Ich weiß doch nicht. Übrigens, wo ich trainiert habe, fragt ihr euch. Ich wollte eigentlich ja auch erklären, warum ich so hoch jetzt gelevelt habe. Ich habe mir einfach gedacht, dass ich jetzt einfach mal so hoch level, damit ich jetzt heute und morgen im Stream möglichst weit kommen kann. Mal schauen, vielleicht... Ich bezweifle es, aber vielleicht schaffen wir es jetzt, morgen das Stream-Projekt abzuschließen. Vielleicht. Heißt ja nicht, dass ich dieses Projekt so schnell wie möglich, weil es mir nicht gefällt oder so, hinter mich bringen möchte, sondern einfach, es ist wieder so, ich möchte gerne einen gewissen Vorrat haben. Das ist eigentlich meine Devise jetzt im Moment. Ich habe eigentlich jetzt eh schon einen sehr, sehr guten Vorrat. Heute ist ja der irgendwas 20. Oktober, oder? Oktober? Nein, Oktober nicht, August ist es ja. Also es sind ja noch Ferien und im optimalen Fall möchte ich jetzt in den Ferien noch so viel aufnehmen und so viel Vorrat sammeln wie möglich. Einfach weil, ja, es tut gut meiner Seele, meiner Let's Play-Seele kann man sagen. Weil, ja, Studium und sowas, da werde ich wahrscheinlich nicht so extrem viel Zeit haben, irgendwie unter der Woche oder am Wochenende aufzunehmen. Deswegen möchte ich jetzt hier in den Ferien möglichst viel aufnehmen. Und du... Hast du was fallen lassen? Nö. Na doch. Das hat aber jetzt gedauert. Naja, aber ich denke mal, jetzt habe ich auch... kann ich gegen euch antreten? Ich fürchte, die Katze ist am Sack. Wir wollten so lange unbemerkt hier bleiben, bis unsere Bergungsaktion beendet ist. Aber ich denke, dass es jetzt zu spät ist. Ups, sagte ich etwa Bergungsaktion? Ach, vergiss es schnell wieder. Das hat es dich nicht zu interessieren und so. Naja, Greg. Gregmeier. Keine Ahnung. Wer ist denn das nochmal? Gregmeier. Also Greg, nicht mit G, sondern Gregmeier. Schon wieder voll vergessen. Naja. Aber ich habe jetzt zum allerersten Mal nach ein paar Monaten endlich wieder mal im Kopf und einen Plan im Kopf, kann man sagen. Was meine Let's Plays und so betrifft. Ich habe ja alles geplant hochgeladen bis bis nächsten Monat, bis November. Bis eben Inazuma Level 3 bei mir fertig wird, habe ich alles schon geplant hochgeladen und beschriftet und alles drum und dran. Und ich war mir nie so schlüssig, was danach kommen soll. Also ich habe ja mein Pokémon Soul Silver Wedlock Let's Play schon aufgenommen oder ich war da jetzt auch die letzte Zeit am Aufnehmen. Ich habe es jetzt eigentlich schon fertig. Eigentlich schon, oder das habe ich jetzt schon ein paar Wochen lang fertig. Auf jeden Fall bin ich jetzt übrigens... So fertig bin ich noch nicht mit Redlock, sondern ich muss für Trainer Rot noch trainieren. Und ja, Trainer Rot so. Trainer Rot trainieren und das muss ich auch noch aufnehmen. Vielleicht noch den einen oder anderen Part. Vielleicht mache ich ja noch die Liga-Rückkämpfe, bevor ich gegen Rot antrete und so. Aber im Prinzip habe ich schon alles fertig aufgenommen und... Jetzt, wo ich mal eigentlich das Nachfolgeprojekt von Inazuma Eleven 3, also die Redlock, mal hochgeladen habe, jetzt wieder geplant, das habe ich jetzt die letzten zwei Tage gemacht, habe ich fast, ich habe gestern Abend angefangen und ich hätte es fast geschafft, heute das ganze Projekt hochzuladen. Allerdings, weil ja dieser Livestream hier um 16 Uhr beginnt oder ich das so angekündigt habe, wurde daraus leider nichts. Da habe ich jetzt...
um ein paar Minuten, kann man sagen, um 10 Minuten weniger, also nicht mehr so viel Zeit gehabt, dann, sonst hätte ich 6 Parts, die letzten, noch hochladen können. Aber ich habe es fast geschafft in der Zeit. Also das geht sowieso generell sehr, sehr schnell, das Hochladen bei mir. Natürlich könnte es... Oh, Finte, yes. Natürlich könnte es noch schneller gehen. Brauchen wir Tackle? Ja, eigentlich schon. Ja, bis... Ja, Nachtara ist nicht so lahm, wie man denkt, aber ich denke mal... Ja... Nee. Das brauchen wir jetzt nicht. Wegen Flinchen und so, hätte ich mir gedacht, aber ist auch egal. So. Lieber immer treffen. Ne? Besonders hier in diesem Spiel, in dieser Serie, kann man sagen, wo ja die ganzen Trainer doch eine gewisse Taktik haben. Also das darf man nicht außen vor lassen. Ja, 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 ja. Nur weiß ich jetzt nicht wieder, wo ich war. Wo war ich denn? Gibt's hier drinnen irgendwas? Hallo? Oh. Allerdings möchte ich schauen, ob ich da was verpasst habe. Ne? Die lassen ja immer gerne mal was fallen und da habe ich nicht schon drauf geachtet. Hier ist nix. Okay. Dann können wir zum ersten Mal ins Stadion. Wir hätten in Kolosseum reingehen können. Allerdings habe ich darauf jetzt irgendwie vergessen. In Kolosseum im ersten Teil. Aber egal. Schauen wir mal hier. Hallo. Oh, hallo, Kindchen. Hat dir denn keiner beigebracht, dich rauszuhalten? Ich helfe dir gleich aus diesem Kostüm rauszuhalten. Irgendwie so... Ja, ich wollte einfach sagen, ich werde dich vernichten. Na, Lady, bist du jetzt zufrieden damit? Fritzelblitz, kannst du Wolp-Absorber oder so? Kann das möglich sein oder so? Dann würde ich sagen, ich greife zuerst hier mal das Fritzelbrett an. Naja, aber wieder zu... ja, das habe ich ja schon angesprochen mit, warum habe ich jetzt denn so gelevelt. So, aber hier sieht man, die sind jetzt wieder 3 Level höher. Und ich glaube, so extrem überlevelt bin ich dann auch wieder nicht. Das wird uns relativ schnell einholen. Das, was ich so nachgesehen habe. Von den Level her. Also, ja... Jetzt, die nächsten Parts, wird es wohl einfacher gehen, aber dann... Ja, 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 ich sag's einfach. So, wo war ich denn? Was wollte ich denn ansprechen? Ach ja, ich habe jetzt einen Plan wieder mit meinem Let's Plays und sowas. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles geplant hochgeladen, was die Wedlock betrifft. Das sind ja so über, ein bisschen über 60 Parts. Das ist auch interessant zu sehen. Nämlich, jetzt Inazuma Eleven 3 habe ich ja jetzt in den Ferien jeden Tag gebracht. Es sind 66 Parts und hat ein bisschen mehr als 2 Monate gebraucht. Oder braucht ein bisschen mehr als 2 Monate. Und jetzt habe ich mal die Wedlock hochgeladen, die so jetzt im Moment 61 Parts hat. Aber da lade ich jetzt 5 Folgen pro Woche immer hoch. Und das dauert jetzt schon, oder das wird Mitte Dezember zu Ende gehen. Also von November, nein, nicht November, September bis Mitte Dezember geht dann das Projekt. Und da sieht man schon, was so 2 Tage oder 2 Parts weniger pro Woche dann ausmachen kann. Eigentlich das Doppelte, ne? Ist eigentlich schon krass. Ne? Und ja... Eben weil ich jetzt die Live-Let's Plays hier aufnehme, also die Livestreams, das hier zum Beispiel, habe ich ja jetzt auch einen gewissen Freiraum, kann ich sagen, was meine Projekte betrifft. Ich kann ja, weil Mitte Dezember geht ja die Wedlock zu Ende, ich bin mir ja sehr, sehr unschlüssig wegen meinem Studium. Das ist sowieso wieder so ein Blödsinn. Es steht ja auf der... Website von meinem Studium. Da steht unter Termine alle möglichen Termine für die Semester. Jetzt für die für Wintersemester oder Herbstsemester. Herbstsemester oder Wintersemester? Wie nennt man das jetzt? Auf jeden Fall jetzt das nächste Semester. Steht von jedem die wichtigsten, also von jedem Semester stehen da die wichtigsten Termine drin. Zum Beispiel im Herbst beginnt
ja eigentlich so gesehen das erste Semester wieder. Ich bin ja jetzt dann im dritten Semester, dass ich das schon ein Jahr mache. Insgesamt das Studieren mache ich ja schon 2 Jahre, weil ich ja ein Jahr an der Uni herumgegammelt bin, bevor ich letztes Jahr dann das Studium gewechselt habe. Aber auf jeden Fall kommen dann jetzt im ersten Semester die Neulinge dazu. Dann gibt es eben dann uns, die Drittsemestler und die Fünftsemestler. Die gibt es jetzt im Herbst. Und das wechselt sich dann eigentlich immer ab mit ungerade und gerade, weil dann nächstes Semester, dann im Sommer, nächstes Jahr kann man sagen, dann gibt es hier das zweite, das vierte und ja, oh Gott, oder? Nein, es gibt 6 Semester, okay. Weil ihr müsst ja euch jetzt denken, oder ich kann euch jetzt sagen, unser Studium hat ja jetzt so gesehen, oder was Primarstufenlehramt betrifft, also Grundschullehramt, hat jetzt ja eine Veränderung durchzogen, oder mehrere jetzt, oder wir sind ja gerade wir, also unser Semester, jetzt wir sind ja jetzt noch im 2. Semester, dann im Herbst im 3. Semester, wir sind ja eigentlich die Versuchskaninchen mit dem neuen Studienplan und alles drum und dran. Und ja, da, ja, aber ist ja auch jetzt mal wurscht. Auf jeden Fall war es ja so, dass das alte Lehramtsstudium 6 Semester gehabt hat und ich glaube nur ein Bachelor, also 3 Jahre Bachelor und dann kann man mit einem Beruf schon anfangen und sowas. Ich glaube sowas, oder? War beim alten Semester oder beim alten, wer seid denn hier? War denn beim alten Studium auch? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob beim alten Studium jetzt auch schon, ich gehe mal heilen, dass beim alten Studium schon ein Master dann Pflicht war. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall bei uns gibt es ja jetzt die Änderung und wir sind das erste Semester von dieser Änderung, kann man sagen, wo 4 Jahre lang Bachelor, wo du 4 Jahre Bachelor machen musst und ein Jahr dann noch Master, also 5 Jahre und vorher waren es 3 Jahre. Und ja, ich kann euch auch sagen, das hat mich schon extrem verwundert und da sehe ich schon ein bisschen schwarz, kann man sagen. Habe ich jetzt mal nachgesehen, wie viele Studenten oder wie viel aufgenommen werden jetzt für den Herbst, für das erste Semester. Also wie viele Neulinge es gibt. Es gäbe bei uns ja ein Limit, 200 Studenten pro Anfang, kann man sagen, ne? Und ja, wahrscheinlich wegen den ganzen Änderungen und da sind sie auch irgendwie selber schuld, unser Studium, weil manche Lehrpersonen sind ziemlich verblendet, kann man sagen. Ja, stimmt so. Jetzt, das möchte ich jetzt nicht so arg klingen lassen, weil die sind halt einfach nur verblendet. Aber jetzt heißt ja noch nicht, dass ich jetzt sehr, sehr negativ eingestellt bin gegenüber diesen Lehrpersonen. Aber sie sind halt, das muss man einfach einsehen, ein bisschen verblendet. Die sind ein bisschen teilweise doch extrem unreflektiert und also sie verhalten sich jetzt auch nicht wirklich sehr professionell, die meisten. Generell das Studium. Also das plus, dass es jetzt 2 Jahre länger dauert, das hatte jetzt wohl zur Folge und vielleicht sind es immer noch so eingebildet, unsere Lehrpersonen oder wer auch immer da jetzt das Aufnahmeverfahren, weil es gibt ein Aufnahmeverfahren. Queen Radar ist egal. Das Aufnahmeverfahren durchzogen hat. Vielleicht sind da ja auch schon ein paar durchgefallen, obwohl es eigentlich schon Studentenmangel herrscht jetzt schon. Und jetzt von eigentlich 200 freien Plätzen gibt 67 sind jetzt fix so gesehen angestellt, wurden aufgenommen. Und 14 Leute, die sind außerordentlich. Die müssen noch dann später im Winter eine Prüfung nachholen vom Aufnahmeverfahren. Das sind nicht mal die Hälfte von 200. Und dann werden wahrscheinlich noch sehr, sehr viele, oder bei uns war das, dass dann im ersten Semester und dann auch noch im 2. Semester, dass da schon einige dann wieder gegangen sind, weil es denen nicht wirklich interessiert hat. Und wie schon gesagt, ein paar Lehrpersonen, die sind da ein bisschen eigen
Ja, wenn das dann noch, dann merkt ihr das Problem, dieser Studentenmangel dann. Und dann auch der Mangel an Lehrpersonen später. Naja. So, hier scheint irgendwas Wichtiges vonstatten zu gehen. Hallo, du bist ja Layla, oder? Was? Niemals, ihr bekommt unsere Videoaufnahmen. Achso. Niemals, ihr bekommt unsere Videoaufnahmen nicht. Das wäre gegen die Pressefreiheit. Für eine Gefangene nimmst du den Mund aber sehr voll, muss ich sagen. Aber diese Videobänder dürfen unter keinem Umstände an die öffentlich gelangen. Öffentlich, genau, ja. Mir wurde der Posten der Ore-Gouverneurs versprochen von keinem geringeren als Großmeister Phrenos. Du verstehst also sicher, dass die Öffentlichkeit nie erfahren darf, wie ich die Bürger von Fenerg weggesperrt habe und so. Meine blütenweiße Weste darf niemals durch eine schmutzige Verleumdung befleckt werden. Und jetzt händige uns die Videobänder aus. Bitte. Ihre kranken Pläne sind mir doch sowas von Schnuppe. Aber unterschätzen Sie nie die Macht der freien Presse. OBS scheut keine Mühen, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich werde das hier schon bekannt machen. Wirklich schade, dass du der Vernunft so wenig zugetan bist. Nun, dann lässt du mir wohl keine andere Wahl. Achso, das sagt er wieder. Warum kann da nicht der Name stehen oder sowas? Du da? Du bist doch dieser impertinente Bengel, der uns ständig in die Quere kommt. Georg, was stehst du da herum? Kümmer dich um diese Nervensäge. Jawohl, Herr Siff. Siff, okay. Wie sie befehlen. Hey, Jungschen, Schluss mit dem Spielchen. Und wer bist du? Wenn ich so eine Nervensäge bin, dann habe ich wohl eine Säge. Und dann säge ich dich auf. Was wird passieren? Mit Nutuk und Georg. Die werden schnell vernichtet werden. Und es sind 25 Minuten. Ich hätte gedacht, ich kämpfe jetzt gegen diesen wichtig aussehenden Kerl und dann war's das. Aber nein, wieder gegen einen Handlanger, der sowieso nichts drauf hat. Da seht ihr schon Level 25. Obwohl, wir waren ja letztens schon so Level 30 rum. Oder, naja, oder? Wir waren so um Level 25 rum. Deswegen habe ich das ja gemacht. Weil die holen uns relativ bald mal ein. Und ich wollte ja sagen, wo ich trainiert habe. Ich habe zuerst in Pyritus auf diesem Kampfplatz getrainiert, dann später im Turnier, weil man da ja immer geheilt wird, und dann gegen Kyle, weil der gibt eigentlich immer ordentlich Erfahrungspunkte, deswegen eigentlich. Und der steht ganz am Anfang von der Stadt, also kann man so machen, dass man eben rausgeht zur Map, dann wieder nach Pyritus fährt und dann steht er eh wieder da und dann fordert er dich wieder heraus, weil man kann ja nicht ihn herausfordern und dann nochmal ansprechen und herausfordern, man muss so gesehen ja immer den Ort wechseln und das war jetzt einfach so, da muss man zur Map gehen und dann wieder rein. Hat jetzt nicht so lange gedauert und wie schon gesagt, war ganz am Anfang von der Stadt, also alles halt so schlimm und es ging eigentlich recht gut. Ja, mit Gardevoir war es ein bisschen schwierig, mit Trassler und so, weil, ja, dauert ein bisschen. Besonders, weil Kyle ja hauptsächlich so Unlicht-Pokémon benutzt hat. Da hat es ein bisschen gedauert, generell mit Gardevoir. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da... Ach ja, das war im Kolosseum gegen diese Tussi mit ihren niedlichen Pokémon. Boah, das war so nervig. Die hatte da mit Bitterkuss, Donnerwelle und alles drum und dran. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht übertrieben. Über 10 Runden lang konnte mein Gardevoir nicht angreifen wegen diesen Hex. Und, das muss ich auch sagen, das hätte ich fast vergessen, warum das so schlimm war. Weil ich immer nur ein Pokémon hergenommen habe. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, da geht das Leveln schneller. Weil im Zweikampf, also 2 gegen 2, werden ja die Erfahrungspunkte aufgeteilt. Das sieht man jetzt hier, ne? Normalerweise hätte jetzt ein Pokémon fast 600 Erfahrungspunkte bekommen durch diesen K.O.
Treffer, kann man sagen. Aber weil es zwei sind, fast 300 pro Pokémon. Und ja, da habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich dann alleine rangehe, dann geht das irgendwie schneller. Vielleicht ist das einfach nur so ein Irrtum, weil, wie schon gesagt, eigentlich wird es aufgeteilt. Aber irgendwie, ja. Ja. Das war erstaunlich. Dieses Filmmaterial ist hochbrisant. Cameron. Cameron. Kamera und so. Hast du das im Kasten? Sorry, aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich in so einer brenzligen Situation die Kamera draufhalte. Och man, das darf doch nicht wahr sein. Gerade in so einer Situation muss die Kamera laufen. Kannst du nicht einmal wie ein Journalist denken? Naja. Was? Schnitt, Schnitt? Schnitt, Schnitt. Wenn Großmeister Phenos das sehe, wäre er in höchstem Maße verstimmt. Jetzt rede ich den wieder anders, aber mir das ist schnurzegal tun. Warum rede ich so blöd? Ich kenne keine Gnade. Wer sich mir in den Weg stellt, wird das büßen. Selbst so ein Grünschnabel wie du. Ich habe aber rote Haare. Warum bin ich dann Grünschnabel? Was soll diese Pose? Sif. Ah, Moorlord. Ist immer nervig. Obwohl, ich denke mal, mit Gardevoir sollte das halb so schlimm sein. Na, Psychokinese! Und Level? Ja, 26 ist jetzt auch nicht sehr viel, aber ist ja auch wurscht so. Und neue Musik, wie es sich anhört. Ja, das Problem habe ich ja schon mal gesagt hier mit, ich benutze keine Kopfhörer, also höre ich die Musik jetzt nicht so, wie ich sonst sie immer höre. Wenn ich Kopfhörer benutze, ist ja eigentlich logisch. Dementsprechend kann ich da das noch nicht so gut beurteilen, aber es ist halb so schlimm. Es ist alles halb so schlimm, kann man sagen. Oh mein Gott, ein Krypto-Pokémon. Aber wisst ihr was, was noch ein bisschen störend ist? Deswegen merkt ihr vielleicht, dass ich manchmal immer so rüberschaue. Dieser Turm, auf dem ihr euch gerade befindet, der verdeckt auch links unten die Anzeige, kann man sagen, vom TV. Also muss ich da manchmal so rüberklotzen. Oh, okay, das heißt das oder das willst du mir damit sagen. Okay, okay. Naja, ja, 30 Minuten lang ist der Part jetzt schon wieder, aber ist ja wurscht. Ich möchte das jetzt einfach hinter mich bringen, okay? Ist ja halb so schön. Ne? 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 Gut, und jetzt Informio. Okay. Gegen Informio, ja, was soll ich da machen? Ich weiß doch selber nicht. Ich habe solche Angst vor Informio. Ich kann nicht mehr... Kryptowetter. Verdammt, wie zu. Das ist aber interessant. Und was ist jetzt mit Formeo? Wird das dann Krypto-Pokémon, ne? Weil normalerweise entwickelt es oder es verändert ja sein Aussehen und auch sein Typ. Ich weiß jetzt gerade nicht so recht, ob es seinen Typ verändert, dadurch durch Regen oder Sonne. Ja, ich glaube schon, ne? Dann wären es dann Feuer oder ein Regen-Pokémon, ne? Was ist ein Wasser-Pokémon? Das nennt man Regen-Pokémon. Ihr müsst wissen, überall wo Regen draußen herrscht, das ist Wasser. Und überall wo es Wasser gibt, egal ob es regnet oder nicht, das ist Regen. Oder so, keine Ahnung. Naja, aber das wollte ich ja noch ansprechen. Eben wegen, jetzt sind es 28 Grad und sowas, ich habe kurz nachgeguckt und anscheinend sollte es jetzt bald einmal anfangen zu regnen und wenn ich jetzt mal rausschaue, es schaut nicht mehr so sonnig aus, also kann es gut sein, dass es anfängt zu regnen und da muss ich natürlich notfalls stoppen, wegen undichten Dach und so, also joa, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, was ich dir ansprechen wollte mit dem Regen, jetzt geht weg. Husch. Diese kleinen Mini-Fruchtfliegen, die nerven sowas von. So eine Pest. Heute oder generell heuer ist es gar nicht mehr so arg mit den Mücken, empfinde ich irgendwie. Kann auch vielleicht deswegen sein, weil ich, wenn ich die Tür offen habe fürs Kühlen, habe ich dort immer mein Fliegennetz, kann man sagen.
Aber letztes Jahr war es da irgendwie doch Ärger mit den ganzen Mücken. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Zwar hatte ich jetzt zwei, dreimal Mücken hier. Zweimal kann ich mich noch erinnern in der Nacht, wo es so extrem genervt hat. Boah, Mücken nerven sowas von. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heuer nicht so extrem schlimm ist. Also der heutige Sommer 2016. Weil ich habe mir auch, das habe ich ja eben vorher schon angesprochen mit meinen Projekten und sowas. Ich war mir auch nie so schlüssig, was ich hier mit den Live-Let's Plays machen soll. Weil ich möchte ja, wie schon gesagt, gewissen Vorrat haben für das nächste Semester. Ich bin auch jetzt schon ziemlich gut dabei, dass ich einen gewissen Vorrat habe. Der reicht wahrscheinlich auch bis zum nächsten, übernächsten Semester, ne? Dann im Frühling. Aber ich gehe dann auf Nummer sicher. Und jetzt fallen mir wieder Themen ein. So, im Schnelldurchlauf. Wetter. Ich habe bemerkt, dass die Wettervorhersagen in letzter Zeit sowas von überhaupt nicht stimmen. Sowohl auf mein Handy als auch auf Google oder sowas, wenn ich da mal nachgucke. Weil da hat es besonders letzte Woche geheißen, eigentlich jeden Tag Regen. Und es hat eigentlich nur am Freitag irgendwie in der Früh geregnet und hat Gewitter gegeben. Und sonst war es immer schön. Und da denke ich mir auch immer, what the fuck, warum kann man so daneben liegen? Dann, anderes Thema. Das spreche ich dann im nächsten Part an. Nein, keine Ahnung, aber reden wir jetzt einfach mal weiter. Dieser Part soll jetzt keine Stunden lang dauern, ne? Wie kann das sein? Noch nie bin ich in einem so starken Kind begegnet und ja, in ein starkes Kind begegnet. Das hat er gesagt. Aber wie dem auch sei, ich habe Olaf zumindest etwas Zeit verschafft. Die Bergungsaktion, die er leistet, müsste jetzt beendet sein. Für heute ziehen wir uns zurück, aber wir sehen uns wieder. Warum rennen die alle so bekloppt? Wollen die Entwickler nicht, dass man diese Heinis ernst nimmt, oder was ist denn los? Vielen Dank, du hast unsere Videobänder gerettet und wir haben Bombenmaterial. Bombenmaterial sogar? Ich heiße Layla. Wir haben gerade in Fennec recherchiert, als uns Team Krypto gefangen nahm und hierher gebracht hat. Aber da ist ein Hoffnungsschimmer. Wir haben deine kolossalen Gampf mitgefilmt. Das haben wir doch, oder? Klar doch. Es ist alles im Kasten. Gut. Okay. Also nichts wie zurück nach Pyritus. Wir müssen das so schnell wie möglich auf Sendung bringen. Man sieht sich und danke nochmal für alles. Tschüss. Layla, warte auf mich. Okay. Ich habe mich schon für einen gewissen Augenblick gefragt, warum erkennt die uns nicht aus dem ersten Teil, aber wir sind ja ein anderer Protagonist gerade. Eine Liftkarte, okay. Gut. Soll ich das jetzt noch ansprechen mit... Ja, ich bin eben noch unschlüssig. Das habe ich ja noch angesprochen sogar. unser Studium, unprofessionell, Website. Weil da stand noch letztens, dass unser Praktikum für das dritte Semester, ne, mein Praktikum dann, da hat es geheißen, dass so Ende November, Dezember 2 Wochen Blockpraktikum ist. Und da erscheint ja Ende November, erscheint ja Pokémon Sonne und ja, das würde dann bedeuten, wenn ich da Praktikum habe, dass sich das ein bisschen verzögert, das Aufnehmen von Pokémon Sonne. Und ja, das ist generell ziemlich doof, kann ich euch sagen, aber lässt sich nichts machen. Aber auf jeden Fall steht jetzt bei den Terminen nicht mehr unser Praktikum da. Und ich frage mich, was ist jetzt los? Wann ist jetzt unser Praktikum? Kannst du mir das sagen, Studium, please? Weil ich möchte mir da auch ein bisschen Pläne machen. Was, wenn das jetzt irgendwie schon Anfang November ist? Dann könnte ich eventuell schon in Erwägung ziehen, im Dezember mit Pokémon Sonne zu starten, wenn ich ein bisschen Vorrat aufgenommen habe, während Anfang Dezember oder sowas, ne? Aber nee, die lassen uns einfach irgendwie jetzt aus. Und dann bin ich mir auch noch recht unschlüssig wegen Dingsbums, wegen Inazuma Eleven Go Galaxy. Wann kommt das raus? Darf ich das auch mal erfahren oder Level 5?
Level 5, sogar nicht Level 5, sondern Level 5. Kannst du uns nicht endlich mal sagen, wann dieses Spiel rauskommt? Weil ich glaube doch eher... Mann, ey, jetzt kann ich da nicht hin. Weil ich glaube schon, dass Galaxy doch so im Dezember rauskommt. Und da muss ich deswegen mich ein bisschen hüten und mir auch schon Gedanken machen wegen Let's Plays aufnehmen und alles drum und dran. Weil wenn ich dann Pokémon Sonne um diesen Zeitraum und Galaxy aufnehmen muss, dann... Ja, ich muss mir da halt Pläne schmieden und alles drum und dran. Aber, ja, Galaxy oder Level 5 meint, nö, ich erzähle euch jetzt mal nicht, was mit Galaxy los ist. Also, ja, wartet einfach ab. Ich frage mich, warum. Warum wird so einen langen Zeitraum? Aber ich glaube, in Japan war es ja auch so, dass Go 2, also Chronostones, dass das im Sommer rausgekommen ist und Galaxy dann im nächsten Jahr erst im Winter. Glaube ich, war es ja so. Deswegen denke ich irgendwie, dass das bei uns auch sein wird oder so. Keine Ahnung. Kann ja gut sein. Aber auf jeden Fall mal schauen. Deswegen bin ich mir da noch recht unschlüssig, was das betrifft. Auch mit dem Aufnehmen von meinen nächsten Projekten. Ich habe jetzt auf jeden Fall Dank an Rondwar. Auf das konzentriere ich mich jetzt, was mein Aufnehmen betrifft. Und natürlich auch die Stream-Projekte. Und ja, dann muss ich schauen, was so auf uns zukommt. Irgendwie, keine Ahnung, ich hätte wirklich Bock auf Sonne und Galaxy. Auf Sonne und Galaxy, was? Klingt irgendwie doof, aber auf Pokémon Sonne und Galaxy, dass ich das aufnehme und zocke und blablabla. Aber ich denke mal, das würde doch ein bisschen alles in die Länge ziehen, weil, wie schon gesagt, ich möchte einen gewissen Vorrat haben. Dementsprechend würde ich sogar sagen, wenn beides wirklich so im Dezember oder so rauskommt, dann würde ich sogar Sonne ein bisschen aufschieben und zuerst mit Galaxy anfangen. Ja, ist ja auch halb so schlimm. Weil irgendwie bin ich dann doch letzten Endes mehr Hype dann auf Galaxy. Naja, auf jeden Fall Leute, 40 Minuten Part. Ja, doppelt so lang wie sonst eigentlich. Ist ja eigentlich auch mal halb so schlimm. Ich war einfach so in Redlaune. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Leute, war's das mit diesem Part. Ich werde jetzt dann mal Mond und Pflanzi reinschicken. Mond und Pflanzi wollte ich sagen. Und ja, im nächsten Part werden wir mit dieser Liftkarte wahrscheinlich hier zu Primus kommen oder generell. Ich glaube, wurden nicht die Einwohner hier unten eingesperrt oder sowas. Naja, aber das werden wir im nächsten Part machen. Macht's gut, Leute, und tschüss.